Moin zusammen. Wir haben heute den 28. September. Der Tag ist auch noch nicht vorbei. Beginnt eine neue Woche. Am Ende der Woche steht der 3. Oktober. Ein Feiertag in Deutschland? Eigentlich nicht. Zumal es noch der falsche Tag ist. Aber das ist die Sache der sogenannten Eliten, die das eingerichtet haben und dafür gesorgt haben. Unter anderem war der tollste Außenminister Polens, Hans-Dietrich Genscher. Naja, und wen wir noch kennen, die Birne. Enoch Kohn, alias Helmut Kohl. Auch damals schon sind wir belogen worden, selbst mit dem Datum. Es kommt alles nicht hin. Wir werden heute weiterhin belogen von der Nachfolgeregierung oder von den Nachfolgeregierungen. Der eine ist schlimmer als der andere. Wir werden sehen, was diese Woche passiert. Ich glaube, sie geht nicht ungeschoren an uns vorbei. Ganz klar. Das Fass ist zum Überlaufen voll. Dieser berühmte Tropfen fehlt noch. Und dann schwappt es. Die Honigmann-Nachrichten vom 28. September 2015, Nummer 690, Southampton. Anhänger unterschiedlicher Religionen glauben ans Leben nach dem Tod. Wissenschaftler lehnen das größtenteils ab, meistens weil Wissenschaft prinzipiell auf dokumentierten, wiederholbaren Beweisen basiert. Naja, oder weil sie es nicht glauben wollen, egal wie. Denk mal dran, Reinkarnation. Re heißt zurück und Inkarnation ins Fleisch. Sprich also, es bleibt die gleiche Dimension erhalten, nämlich die dritte. Deswegen lasst euch nicht verführen, das meine ich so, wenn gestorben wird oder wer stirbt, ist nicht weg. Er soll nur nicht in die Verführung, nicht ins Licht, nicht in den Tunnel gehen. Das ist die Verführung Reinkarnation. Einfach warten, das kann man. Es ist x-mal übrigens bewiesen worden. Das geht, das kann man und dann geht irgendwann eine Tür auf und da ist jemand, da wird man abgeholt. Und erst dann hat man die Chance, in die fünfte Dimension zu kommen. Und haltet mich nicht für bekloppt. Ich bin es nicht, wahrlich nicht. Dessen ungedenk unternahmen Wissenschaftler an der Southampton University in Großbritannien die größte jemals durchgeführte Studie darüber, was nach dem Tod mit dem Bewusstsein geschieht. Sie kamen zu dem Schluss, man wisse zwar nicht wie oder warum, vieles deute aber darauf hin, dass nach dem physischen Tod eine Zeit lang noch eine Form von Bewusstsein und Aufmerksamkeit bestehe. Bewusstsein und Körper sind also offenbar irgendwie verbunden, können aber nach dem Tode einen getrennten, nicht physiologischen Weg einschlagen. Das ist im Prinzip das, was ich eben gesagt habe. Sie wollen eigentlich per Wort nicht anerkennen, dass es ein Weiterleben des Geistes, der Seele kann man auch sagen, wobei das Wort leider sehr, sehr abgegriffen worden ist von der Kirche, oder eben der Feinstoffkörper weiterlebt. Sie müssen es langsam anerkennen. Sie tun es leider noch nicht. Welt. Manche weiße Nationalisten argumentieren, dass unsere Rasse absichtlich zum Aussterben gebracht wird. Das heißt, Weiße sind Ziel eines Genozides. Das findet tatsächlich statt. Es gibt Leute in Machtpositionen, welche eine Politik befördern, von welcher sie wissen, dass sie zur Auslöschung der weißen Rasse führt. Um die These des Genozids an Weißen aufzustellen, müssen wir drei Dinge tun. Erstens müssen wir Genozid mit einem langsamen Prozess übereinstimmend definieren, der letztlich zur Auslöschung führt. Zweitens müssen wir zeigen, dass das Aussterben der Weißen nicht Resultat einer mysteriösen, natürlichen Kraft ist, sondern menschlicher Entscheidung und Aktion. Drittens müssen wir zeigen, dass die Auslöschung der Weißen nicht eine unvorhergesehene, unbeabsichtigte Konsequenz dieser Politik ist, sondern vielmehr ihr bewusster, vorsätzlicher Effekt. Und bitte selbst weiterlesen unter Nummer 2, da ist es noch ausführlicher beschrieben. Dieser Effekt gehört zum System und diese, die das befürworten, und das sind leider oft sehr, sehr viel Weiße, das ist bis hin zu unserem sogenannten Nachbarn, wie auch immer.
Die interessiert das alles gar nicht. Die haben den Punkt 1, den ich eben hatte in den Nachrichten, gar nicht begriffen und wollen ihn noch nicht begreifen. Die sagen dir ganz schlicht und einfach, lass mich bloß damit in Frieden, ich bin dann nicht mehr hier, mir ist das egal. Und dieses Egal, da könnte ich so reinhauen. Da könnte ich reinhauen ohne Ende. Es gibt kein Egal. Ansonsten ist er gegen sich selbst und gegen die Menschheit eingestellt. In der Politik haben wir das öfter, sehen wir gerade, was dort abläuft. Die Herren und Damen, insbesondere Damen der Politik. Weltfinanzsystem. Kaum jemand erinnert sich nicht an die große Bankenkrise und ihre Auswirkungen. Im Oktober jährt sie sich zum vierten Mal, die Gründung von Occupy Wall Street. Dieses Datum hat sich Anonymous anscheinend auch für den Beginn von Schwarzer Oktober 2015 ausgesucht. Anonymous ruft die Bevölkerung im Video auf, sich an einer friedlichen Revolution gegen die Banken zu beteiligen. Alles Geld vom Konto abheben und nur so viel darauf lassen, wie für Abbuchung benötigt wird. Keine Kreditkarten benutzen, alles bar bezahlen, sowie auch Anonymous-Aktionen an der Anonymous-Aktion beteiligen. Erklärst du das deiner eigenen Familie, erklärst du das den entfernten Verwandten der Familie, kriegst du nur zur Antwort, glaubst du, dass es dahin geht? Die Dummheit grassiert ohne Ende. Selbst wenn es in den Nachrichten käme, würden sie es nicht glauben. Da würden sie glatt noch sagen, die übertreiben aber, bis sie selbst auf die Schnauze fallen. Und dann ist um. Das sind das die Ersten, die wieder an der Tür stehen und sagen, hast du mal, kannst du mal. New York. Auf die Deutsche Bank kommt ein Prozess wegen angeblichen Steuerbetruges in den USA zu. Ein US-Bundesrichter wies am Donnerstag den Bankantrag zurück, die Klage der US-Regierung auf Zahlung von 190 Millionen Dollar nicht anzunehmen. Die New Yorker Staatsanwaltschaft Bahrara hatte die Klage im Dezember 2014 eingereicht. Sie wirft der Deutschen Bank Steuerhinterziehung im großen Stil über ein Geflecht aus Luftbuchungen und Scheinfirmen vor. Es war im Prinzip keine deutsche Bank, weil sie den Rothschilds gehört, zumindest seit 26, aber beinhaltet auch Deutschland, selbst den Namen Deutsch kaputt zu machen. Siehe VW, siehe BMW, alles startend in den USA. Es sind die Eliten, sie wollen einen Teil damit beitragen, Deutsch zu tilgen. USA, Welt. Monatelang haben die Märkte gezittert vor einer US-Zinsanhebung. Jetzt kann man sich nichts Besseres vorstellen. Freitag setzt sich die Erholung fort, weil eine fast kollabierende Janet Yellen gesagt hat, was man hören wollte. Wenn keine Überraschung geschehe, werde man noch in diesem Jahr die Zinsen anheben. Toll. Der Dollar nach oben, Euro und Yen nach unten, aber die sicheren Häfen können dann noch wieder zerlegt werden und das sorgt für Verunsicherung. Spielchen sind bald vorbei, glaubt es mir, ganz sicher. Washington, Afghanistan. Das Verteidigungsministerium der USA und ihre Verbündeten sind wegen der Pläne des Weißen Hauses beunruhigt, das US-Militärkontingent in Afghanistan zu reduzieren. Dann kriegen sie nicht genug Rauschgift, ne? Sie prüfen die Möglichkeit, auch nach 2016 tausende US-Soldaten in diesem Land zu belassen, so schrieb das Wall Street Journal. New York, Kuba, USA. Beim vorenden Nachhaltigkeitsgipfel in New York hat Kubas Präsident Castro am Samstag die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen mit Washington gelobt. Dies seit über einem halben Jahrhundert andauernde Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade gegen Kuba tadelte Castro. Denn das darf man nicht vergessen, die Blockaden sind aufrechterhalten weiter. Man hat nur Botschafter ausgetauscht und einen feuchtwarmen Händedruck. Mehr war das nicht. Quito, Brasilia. Ecuadorianische Opfer von Umweltschäden, die von der US-amerikanischen Ölfirma Chevron im Amazonasgebiet verantwortet werden, sind zur Durchsetzung von Schadensersatzforderungen an das oberste Gericht in Brasilien gelangt. Die Klage vor der brasilianischen Gerichtsbarkeit wurde angestrengt, nachdem Chevron sich bisher geweigert hatte, einem Urteil des obersten Gerichtshofs von Ecuador Folge zu leisten. Das ist auch die Folge von TTIP.
Die Leute begreifen es immer noch nicht, was da abläuft. TTIP ist Betrug an der Menschheit, Kontrolle der Menschen. Syrien, China. Letzten Freitag, während der chinesische Führer Xi mit Obama im Weißen Haus vor der Freundschaft zwischen den beiden Nationen sprach, dockte der chinesische Flugzeugträger Liaoning CV-16, CV-16 ist nicht das Auto von Citroën, nein, in der syrischen Hafenstadt Tartus an, begleitet durch einen Lenkflugkörperkreuzer. China verbindet sich mit dem russischen, iranischen, politischen und militärischen Aufbau zur Unterstützung des syrischen Präsidenten Assad. Das heißt, der Chinese ist da mit seinem ganzen Tross. Der Russe ist auch da mit dem Flugzeugträger, auch mit seinem ganzen Tross. Und um Syrien wird es komischerweise etwas ruhiger. Man schickt dann lieber Franzosen rein, um angeblich die IS zu bombardieren. Aber ansonsten hält sich der Ami fürchterlich zurück. Er liefert nur ein paar Waffen an die ISIS. Angst haben sie. Sehr große. Iran, Russland. Der Vorsitzende des iranischen Luftfahrtzentrums Manteki hat am Samstag mitgeteilt, dass Iran mehrere Verträge mit russischen Flugzeugherstellern unterzeichnete. Darunter befindet sich unter anderem der Erwerb des Superjets 100. Saudi-Arabien. Seit kurzem kursieren Berichten zufolge ein Schreiben im saudi-arabischen Königshaus, in dem zum Sturz des herrschenden Königs Salman aufgerufen wird. Er enthält eine Vielzahl an politischen Anschuldigungen, einschließlich Kritik am Feldzug in Jemen. Angeblich wurde das Schreiben von einem Mitglied der Al-Saud-Familie, der Al-Saud-Familie selbst verfasst. Nahostexperte Kawal glaubt, dass das Überleben des Königs größtenteils vom guten Willen der VSA abhänge. Denn der spielt das Lied der VSA. Es geht natürlich um Öl, es geht natürlich um Abhängigkeiten im Land mit und durch die VSA. Es geht um Stationierung, es geht also um Milliarden, wenn nicht sogar im Billionenbereich. Indien. Im Juni hatte Russland viele regierungsunabhängige Organisationen als ausländische Agenten gebrandmarkt. Indien ist diesem Beispiel gefolgt und entzog tausenden Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen ihre Zulassung oder erließ Ausreiseverbote. Der indische Geheimdienst hatte NGOs wie Greenpeace vorgeworfen, die wirtschaftliche Sicherheit zu gefährden. Ich glaube, die haben gar nicht so Unrecht mit diesen Organisationen. Dass die kleine Tusi, die da irgendwo was helfen will und zu Recht was helfen will, da gar nichts von weiß und nichts von mitbekommt, ist klar. Aber die Obersten haben eine Macht, das kann man sich kaum vorstellen. China, Welt. Die chinesische Konjunktur, bisher der Motor des Weltökonomien, ist ins Stocken geraten. Mehr noch, die Konjunkturabkühlungswelle hat die Emerging Markets extrem hart getroffen. Das erhoffte Wachstum ist ausgeblieben, die Investitionen ins Stocken geraten. Der chinesische Versuch, die Kontrolle über die Märkte zurückzugewinnen, ist gescheitert. Dabei wurde der Preismechanismus ausgehebelt. Den chinesischen Konjunkturdaten schenkt man ohnehin mittlerweile extrem wenig Vertrauen, da man in der internationalen Hochfinanz der Pekinger Methoden sich gut kennt. Naja. Ich bin immer noch davon überzeugt, das ist das System der Chinesen, was sie machen. Und führen den Ami vor. Kaliningrad, also Königsberg, China. Das staatliche Energienetz Corporation Chinas will in Kaliningrad einen Bau eines Windparks investieren. Der Windpark soll 45 MW Strom erzeugen. Die konkrete Investitionssumme ist noch unklar und die Fristen für den Baubeginn werden den Neugierigen und Interessierten nicht mitgeteilt. Die Windräder, die gegenwärtig in Königsberg aufgestellt sind, haben eine Leistungsfähigkeit von 250 kW, was natürlich sehr wenig ist, so der Generaldirektor. Bis zum Beitritt der Krim zur Russischen Föderation war Königsberg der einzige Standort in Russland mit einem Windpark. Gegenwärtig verfügt Kaliningrad über 21 völlig veraltete Windräder, davon aber sind nur 16 betriebsbereit. Frage ich mich weiterhin. Warum baut man nicht auf russischem Gebiet, das ist 80 Kilometer östlich davon? Warum wird es auf deutschem Gebiet, deutsche Enklave, Gebiet gebaut,
Und warum wurde es gerade mal auf der Krim gebaut? Denn Wind gibt es in Nordrussland noch sehr, sehr viel mehr als in Königsberg. Moskau, Russland. In der Zeitschrift Fragen der Wirtschaft hat der russische Ministerpräsident Medvedev einen Aufsatz veröffentlicht. Neue Realität, Russland und die globale Herausforderung, nannte der Politiker seine Analyse der Veränderung in der globalen Wirtschaft, die Einfluss auf die Entwicklung in Russland nehmen. Es geht nicht nur um die Überwindung der aktuellen und alten Probleme, Krisenerscheinungen, Defizite und Disproportionen, schrieb Medvedev, ungeachtet dieses immens wichtigen Arbeit und der heutigen komplizierten Bedingungen ist es wichtig, strategische Ziele und Aufgaben für uns zu formulieren, die wir gewillt sind zu erreichen und zu füllen. Ja, solche Worte sind eigentlich auch nur Füllworte. Russland. Das russische Untersuchungskomitee hat die Ermittlungen am Mordfall an der Zarenfamilie Romanow wieder aufgenommen, informierte ein offizieller Vertreter der Behörde. Im Juli wurde der behördenübergreifenden Arbeitsgruppe geschaffen, die sich mit weiteren Untersuchungen und mit der Frage der Beisetzung von weiteren sterblichen Überresten beschäftigen sollte, die sich noch in staatlichen Archiven befindet. Hierbei handelt es sich vermutlich um die sterblichen Überreste des Zarewitsch Alexei und der Großfürstin Maria Romanowa. Odessa. Erneute Explosion in der Schwarzmeerstadt Odessa. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in der regionalen Zentrale des ukrainischen Geheimdienstes SBU im Stadtkern Sprengstoff gezündet. Durch die Wucht der Explosion gingen viele Fensterscheiben in umliegenden Wohnvierteln zu Bruch. Die Geheimdienstzentrale wurde schwer beschädigt. Nach vorläufigen Angaben der Behörden wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelte wegen Terrorismus. Die Sprengkraft der Bombe wird auf 5 bis 6 Kilogramm TNT geschätzt. Donbass, Ukraine. Die Anführer der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk haben einen Erlass verabschiedet, nachdem in den Republiken am 18. Oktober und am 1. November Kommunalwahlen stattfinden werden. Die Vertreter der Volkswehr behaupten, diese würden nicht gegen die Minsker Vereinbarung verstoßen. Die Wahlen sollen in mehreren Etappen durchgeführt und 2016 abgeschlossen werden. Die Durchführung von Wahlen in den abtrünnigen Gebieten gehört zu den wichtigsten Punkten der Minsker Vereinbarung, die auf eine friedliche Beilegung des Konflikts abzielen. Die Details müssen allerdings vorab von den Parteien im Rahmen eines Verhandlungsprozesses geklärt werden. Dies war bisher noch nicht der Fall. Katalonien, Spanien also. Bei der Parlamentswahl in der nordspanischen Region Katalonien haben vorläufigen Ergebnissen zufolge die Verfechter der Unabhängigkeit die absolute Mehrheit gewonnen. Nach Auszählung werden von rund 70% der Stimmen kommen sie gemeinsam auf 72 der 135 Sitze im Regionalparlament in Barcelona. Die Katalanen haben ja eine Unabhängigkeit gestimmt, sagte Regionalpräsident Mas, einer der führenden Abspaltungsbefürworter, am Abend. Er werde in den kommenden Wochen die Grundlage für eine Unabhängigkeit Kataloniens schaffen. Ist übrigens auch verbunden mit dem Austritt aus dem Euro. Oberösterreich. Bei den Landtagswahlen in Oberösterreich hat die Freiheitliche Partei Österreichs laut der ersten Hochrechnung der ORF zu großen Gewinnen avanciert. Mit 31,5% der Stimmen verdoppelte sie ihren Stimmenanteil gegenüber der vorherigen Wahl 2009. Die rechtsdemokratische FPÖ setzt mit dem Ergebnis die bislang regierende ÖVP von Ministerpräsident Püringer unter Druck. Die Bürgerlichen der ÖVP rutschten demnach um 11 Prozentpunkte auf 35,8 ab. Die Freiheitlichen hatten das Thema Asylchaos zum Wahlkampf Nummer 1 gemacht. Die SPÖ hat um 6 bis 7% verloren, roundabout. Die Grünen haben allerdings nochmal um 1% zugelegt. Ist schon heftig. Österreich nochmal. Europa verwandelt sich in ein Pulverfass. Momentan strömen zigtausende junge Männer ohne Kontrollen über die Grenzen nach Österreich. Damit ist kriminellen Banden Tür und Tor geöffnet und es ist bekannt, dass auf diese Weise bereits Terroristen ins Land geschleust wurden. Tickende Zeitbomben.
Nur sichere Grenzen sorgen dafür, dass es wieder Sicherheit in Österreich gibt. Da die Politik nicht handelt, müssen wir selbst aktiv werden. Das Projekt der Grenzhelfer wurde ins Leben gerufen, um unsere Landesgrenzen zu schützen und die Politik wachzurütteln. Wir gehen gewaltfrei und legal vor, unterstützen unsere Exekutive. Wir sind auf der Seite des Rechts und auf der Seite Österreichs. Sowas sollte sich hier auch bilden. Das wäre nicht verkehrt. Allerdings werden das wahrscheinlich dann wieder Menschen sein, die als Nazis oder sonst wie tituliert werden. Denn hier darf man eigentlich ja nichts machen oder relativ wenig machen dagegen. Sofort wird man in eine rechte Ecke gestellt. Selbst Oma, Opa von der Ecke oder ganz Junge von der Ecke, die noch ein bisschen Recht im Kopf haben, werden rechtslastig oft mal dargestellt seitens irgendwelcher pöbelnden Organisationsmenschen. Insbesondere Frauen tun sich da sehr hervor, Politiker, Frauen tun sich da auch hervor. Ist schon heftig, was da abläuft. Wenn man dann unter anderem sieht, dass gleichzeitig geheime Aktion der Bundeswehr rund um Neubrandenburg am Üben ist, unauffällige Signatur heißt das auch noch, und das ist dann, nachdem es bekannt geworden ist, ein bisschen in die Hose gegangen. Die sollen einfach nur dafür sorgen, dass sogenannte Eliten, sprich Politiker, außer Landes gebracht werden sollen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist nun mal ein bisschen herausgekommen. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Muss ja an die Öffentlichkeit. Deutschland, Brüssel. Die Europäische Kommission nimmt Anstoß am laschen Umgang Deutschlands mit Migranten, die kein Asyl erhalten haben. Die zuständige Generaldirektion hat die Bundesregierung Mitte September zu einer Stellungnahme aufgefordert, berichtete die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung unter Berufung auf ein entsprechendes Schreiben. Das ist die richtige Zeitung, das ist auch die erste, die sowas natürlich veröffentlichen muss und das auch noch gut heißt. Generaldirektor Rüthe beruft sich auch auf Zahlen, die Deutschland dem Europäischen Statistikamt gemeldet haben. Danach lebten vergangenes Jahr 128.000 Personen ohne Aufenthaltsberechtigung im Land, jedoch wurden nur 34.000 zur Ausreise aufgefordert, 22.000 folgten der Aufforderung. Naja, wenn unsere sogenannten Angestellten des öffentlichen Dienstes mal etwas schneller und zügiger arbeiten würden und nicht manche die Akten von links auf rechts nur schieben, einmal umdrehen und wieder neu anfangen, dann würde das alles sehr viel schneller gehen. Sehr viel schneller. Die Kommission kann ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten, wenn ihr die Erklärung und Gegenmaßnahmen der Bundesrepublik nicht schlüssig erscheinen. Zwei solcher Verfahren laufen bereits, weil Deutschlands Richtlinien zur Ausgestaltung der Asylverfahren und der Aufnahmebedingungen bisher nicht ins nationale Recht umgesetzt worden sind. Jetzt wollen sie wieder aufs nationale Recht pochen? Die Brüsseler? Ist schon ein Ding. Und wenn wir dann, oder wenn dann von einem Oberbürgermeister Uli Burkhardt von der CDU in Konstanz noch gesagt wird, um Immigrantenunterkünfte zu schaffen, sollte der Stadtwald gerodet werden und die Wälder drumherum, dann kann man ihn eigentlich nur ohrfeigen für solche Äußerungen. Und dann kommen die Äußerungen von Brüssel, wir tun nicht genug dafür. Tja. Auch mit Sylt hat sich das langsam erledigt. In Sylt ist fünf Städteheim gibt es dort und da sollen wohl 300 Flüchtlinge rein auf Sylt. Das heißt, da ist kein Urlaub mehr zu machen. Ganz klar. Wer will schon ewig maximal pigmentierten oder halb pigmentierten begegnen und Hula Machala singen oder was weiß ich? Und wenn das alles nicht klappt, wollen wir dagegen angehen und dagegen anstinken. Und das tun wir wirklich langsam. Denn es kommen ja Millionen rein. Es ist ja nicht mal eben 1, 2, 5 oder 100 Stück. Es sind ja Millionen. Und da warten noch Millionen im Hintergrund. Wenn das alles nicht klappt, der macht dann oder bekommt dann Ärger mit dem Jugendamt. Denn wer fremdenfeindliche Parolen auf Facebook postet, setzt den Umgang mit dem eigenen Kind aufs Spiel. Es muss nicht mal eine Straftat vorliegen, damit die Gerichte das Kindeswohl als gefährdet ansehen.
Ist das ein Hammer oder ist das ein Hammer? So weit sind wir langsam, dass du nichts mehr sagen darfst, nichts mehr sagen sollst, sonst werden dir als Familie die Kinder weggenommen. Pfui, Deibel, sage ich da nur. Was für Schweinepolitiker haben wir? Und es wird immer schlimmer. Hannover. Die Niedersächsische Akademie für Brand- und Katastrophenschutz hat die Ausbildung bis auf Weiteres eingestellt, damit in der Einrichtung Asylforderer untergebracht werden können. So hart und schmerzlich diese Entscheidung ist, wir haben heute die Feuerwehren, die Politik vor Ort und die zuständigen Landtagsabgeordneten über den historisch wohl einmaligen Schritt informieren müssen. Die derzeitige Flüchtlingssituation macht diesen Schritt unumgänglich, teilte der Staatssekretär im niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport Manke mit. Kein Arsch in der Hose, aber eine Mitteilung machen. Pfui. Potsdam. In Brandenburg wird ein weiterer Fall von Sippenhaftung bekannt. Die Brandenburger Polizei will jetzt eine 37 Jahre alte Polizistin aus dem Dienst entlassen, weil ihr Bruder sowie ihr Ehemann der sechs rechtsextremistischen Szene angehören sollen. Die Beamtin soll sich nach Angaben von Polizeipräsident Mörke nicht ausreichend von ihrer eigenen Familie distanziert haben. Mörke, einmal ein Einsatz, einmal musst du mit zum Einsatz, wenn Massenschlägereien oder sowas. Naja, irgendwo in dem Viertel sind oder in dem Rotlichtviertel sind oder nur mit zu den Flüchtlingsheimen. Und da ist nichts mit Hallo Mutti, wir kommen. Da gibt es mit Eisenstangenbech auf die Mappen. Die gute Nachricht, trotz allem nochmal. Wie gut ist das Leben? Wie gerecht, wie unbestechlich, wie nicht zu betrügen? Auch durch Kraft nicht, auch durch Willen nicht. Nicht einmal durch Mut. Was bleibt alles, was es ist, und hat nur diese Wahl, sich erfüllen oder sich zu übertreiben. Das stammt von Rainer Maria Rilke. Wir lassen uns mal überraschen, was uns diese Woche bringt. Wie gesagt, sie ist noch nicht zu Ende. Am Ende der Woche bin ich unten in Betzigau. Wenn ich mich auf der Bühne umdrehe, gucke ich genau auf die Alpen. Hat schon was, ist genau am anderen Ende von hier. Mal schauen, ob was passiert und wie was passiert. Ich werde ein bisschen darauf hinweisen, worauf sich die Leute einrichten müssen und wie sie etwas sichern müssen. Wenn es nicht bis dahin schon zu spät ist, ich hoffe nicht. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.